Alles, was Sie über WeWork-Drama wissen sollten. Die dunkle Seite der Disruption. Die neue Apple TV Plus Serie Wir sind abgestürzt ist eine fiktive Darstellung des Untergangs von WeWork und Adam Neumann, der Mann hinter dem Vorhang. Bejogen auf David Browns Wondery Podcast, We Crashed, The Rise and Fall of WeWork, die Stars der neuen Serie Jared Leto als Mitbegründer des Startups und Anne Hathaway als seine Frau, Rebecca Neumann. Adam hat das Geschäft mitbegründet Miguel McCavey im Jahr 2010. Aber WeWork machte 2019 wirklich Schlagzeilen, als es gezwungen war, seinen Börsengang zu verschieben, nachdem Journalisten die Fähigkeit des Unternehmens in Frage gestellt hatten, profitabel zu werden. Bis Ende des Jahres entließ WeWork 2400 Mitarbeiter oder insgesamt 20% seiner weltweiten Belegschaft, und Adam trat als CEO zurück. Auch Reber, die bis September 2019 als Chief Brand and Impact Office von WeWork fungierte, blieb von Kritik nicht verschont. 2017 gründete sie WeGrow, eine Privatschule in New York City, aber 2 Jahre später gab die Schule bekannt, dass sie ihre Türen zum Ende des Schuljahres schließen würde. Obwohl die Neumanns ihren fairen Anteil an Kontroversen aufwirbelten, sagte Hathaway, dass sie die Rolle der Reber mit einer urteilsfreien Haltung anging. Ich weiß es zu schätzen, dass sich die Welt irgendwie entschieden hat, Reber, sagte der Oscar-Preisträger Hektik in einem am Freitag, den 18. März, veröffentlichten Interview. Aber was, wenn ich mit frischen Augen zu dieser Erfahrung kommen kann? Was, wenn ich sie positiv beurteile? Das Endergebnis ist immer noch dasselbe. Aber was wäre, wenn ich embrace ihre guten Absichten? Das hat mir die Figur auf eine Weise eröffnet, die sich sehr ehrlich und authentisch anfühlte. Leto seinerseits traf sich mit Adam, bevor er ihn spielte, und schlug später vor, dass der Geschäftsmann die Show über sein Leben nicht sehen sollte. Er hat mir gesagt, ich soll es nicht tun, sagte Adam während einer Podiumsdiskussion im November 2021. Wenn dir jemand sagt, ich werde dich spielen, und du solltest es nicht sehen. Was in der Welt passiert ist, dass wir eine Person nehmen, genau wie sie aussehen, eine Prothese anziehen, ihre Frau und ihre Kinder in eine Show stecken und dann eine Show mit einer einseitigen Erzählung machen können, von der ich ihnen sage, dass sie es eigentlich nicht ist, war die plötzlich Prinzessin. Die Schauspielerin hatte noch nie von WeWork gehört, bevor sie sich für die Show anmeldete, aber sie sprach mit Bekannten von Reber, um einen Einblick in ihren Charakter zu bekommen. Basierend auf dem Blickwinkel der Medien auf sie fühlten sich die Leute fast gezwungen, sie hart zu beurteilen, erklärte sie. Aber wenn man sich die Dinge ansieht, die sie gesagt hat, ergeben viele davon Sinn. Das bedeutet nicht, dass ihre Praxis perfekt war.